Ja, hi, willkommen. Mein Name ist dann ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Runner, von dem wir aus zum Institut gehen können. Und ja, wir sind in Greenetics, Genetics, hieß das, glaube ich, hier. Und hier sind natürlich wieder Gunner, die mir alles ruinieren. Yay! Ja, warum müssen die überall sein? Was ist mit deinem Bein passiert? Die sind weg. Gut. Oh, technisches Dokument. Gut. Ja, ich komme heute noch hier ins Institut. Weil will ich auch mal gern sehen. Weil, warum nicht? Was? Gut. Durchladen! Ich glaube, ich habe hier drüben was. Der Runner ist noch im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Ostflügel beim Hof gesichtet. Oh, Munition, ich brauche Munition. Hi. Schon wieder so ein läppischer Gunner. Ja, reinspritzen bringt ja auch nichts mehr. Nachtaktives Jagdgewehr. Oder eigentlich das technische, egal. Eigentlich das technische Dokument hier haben. Ah, Munition. 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 Ja. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man weniger Waffen rumläuft als sonst. Ich hatte viel mehr Munitionsauswahl. Ich kann halt nicht so viel tragen, das ist ein Problem. Aber ich habe jetzt auch keine Ausrüstung mehr, die irgendwie Stärke Bonus und so gibt. Voll Dreck. Wesen habe ich einen Fatman, der alles hier lokal wegkauen kann. Warte, draußen ist er. Was hast du denn gemacht? Oh. Ach so. Telefon, okay. Am Klo. Ja, man will vielleicht mal irgendwann auf dem Klo telefonieren, ne? Weil warum denn nicht? Damals gab es ja noch keine Handys, ne? Da mussten die improvisieren. Oh geil, Geld aus dem Klo. Give me the monies. Danke. Warte, da draußen ist was. Nein, hier drin ist was. Möchte noch mehr legendäre schwache Gunner kommen. Und deshalb ist auch wieder legendärer. Legendäre dürfen nur Sonnenbrille tragen. Deswegen trage ich euch meine. Ja, lauf an dem vorbei. Macht den schon kaputt, keine Sorge. Du bist doch. Dafür ist ein bisschen überpowered. Jedenfalls die Fernkampfeinheiten. Gegner meine ich. Fernkampfeinheiten. Wieso? Weil ich Age of Empires. Ich habe meine Fernkampfeinheiten in den Kampf geschickt. Meine Pikaniere sind sehr effektiv gegen Schwertkämpfer. Irgendwie sowas. Hallo, Massachusetts, Chirurgenblatt Bingo. 13. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Das ist doch Siehst du auch da? nicht schlecht. Habe ich doch, glaube ich, auch schon einen, ne? OP aller Massachusetts. Massachusetts. Körperteilschaden. Das ist jetzt. Weil ich weiß noch nicht mal, was Körperteilschaden bringt. Okay, wenn ich auf die Beine schieße, dann tun die sich so verkrüppelt bewegen. Das ist mir schon klar. Aber
Und ich glaube, wenn man auf die Arme, wenn die Arme verkrüppelt sind, dann, weil ich dann kann man schwieriger die Waffe halten, also aus Spielerperspektive. Ich weiß nicht, ob das alles auf den Gegnern auch so zutrifft. Und finde ich das noch relativ nutzlos, aber warum nicht? Und wenn der Kopf verkrüppelt ist, glaube ich, dann sieht man, da hat man manchmal so Sehstörungen irgendwie. Immer so ein Zoom, so ein Tinnitus. Aber beim verkrüppelten Körper passiert das, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal annehmen, dass man mehr Schaden bekommt, wenn der Körper verkrüppelt ist oder so. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was das bringt, den Körper zu verkuppeln. Steht sowieso immer noch auf dem Kopf, die meiste Zeit. Außer bei Ghoulen. Bei Ghoulen könnte halt effektiv sein. Wenn ich leichter die Arme abhacke. Ja, macht ihr mal da. Lasst euch nicht ablenken. Diesmal bleibe ich hier und chill erstmal. Sehr fertig seid. Okay. Gut. Der Runner macht mich wahrscheinlich fertig, ne? Gott. Ready? Nein. Bin durch. Where? Ja. Okay, das glaube ich. Aufladen. Abschaltung. Immer noch deaktivieren. Gerade gesagt, was geht ab? Au. Preston weiß gar nicht, was hier los ist. Boah, war der auf einmal riesig. Ja, das stimmt, da ist einer mit einem Raketenwerfer. Vor allem niemand ballert auf ihn, wenn er am Boden liegt, ne? Niemand. Er hat zwar noch eine Waffe und kann damit voll schießen, aber das war episch. Oh, schön. Oh, ich liebe diesen Zeitlupeneffekt. Hatte ich immer irgendwie so ein Ausrüstungshighlight, das so einen Effekt hat. Nicht sehr gut. So, ich komme mich da hoch und ich lasse mich da bestimmt nicht vom Raketenwerfer abschießen. Kann ich überhaupt noch tragen? Nicht viel. Gut. Preston ist noch K.O., solange der Gegner in der Nähe sind. Ja, oh nein. Aufpassen, mein Hakler, Mann. Das wär's. Ja, schön Munition wäre hier am besten, aber. Aua. Mann, ich hab die gerade gesehen, wollte die gerade entschärfen. Dann geht die so kackfrech einfach hoch. Da kann ich noch öffnen. Nochmal hier so. Cool. Wirklichkeit hochleveln, würde ich sagen. Oder bevor ich Level up habe, gucken, wie viel AP und so was alles ich habe. Mal zu gucken, wie viel ich so bekomme ungefähr.
Alter. Ich dachte, ich kann den drücken. War anscheinend nicht. Entschuldigung. Ich bin doch nur hier und mach mein Zeug. Was hab ich dir angetan? Ja, kann auch ruhig ein bisschen Munition hinterlassen, ne? Hey. Wo kommst du denn her? Ich glaube, sein Arm ist verkuppelt. Das sehe ich leider nicht. Jetzt, wenn ich mit der Nahkampfwaffe Munition. Aber nur 10 mm. Gut, also ich habe jetzt wieder genügend dafür. So, Ledermunition, das wäre gut. Also hat Gefühl, die Story-Gegner sind deutlich einfacher als das, was ich da draußen treffe. Weil das kommt mir alles sehr viel einfacher vor als, ja, wie gesagt, alles da draußen. Bevor ich hier reingegangen bin, habe ich ja noch so einen Raider abgeschossen und der... Bist du eigentlich irre? Bevor ich hier reingegangen bin, habe ich ja noch so einen Raider abgeschossen gegen den Kopf und der hat nicht mal gezuckt. Blöder Sack. Vor allem schießt er, während ich direkt vor ihm stehe. Wer macht denn sowas? Seine Kollegen haben nicht mal Schaden bekommen. Das ist unfair. So, oh Gott. Falls gleich stehen. Ich habe irgendwas ausgerüstet. Oh. Das war mein Artillerie-Dingen. ja, ihr könnt ruhig hier so ein Ding reinwerfen, ne? Ja, eine Baseballgranate ausprobieren. Jetzt kommen wir gleich so Kanonenschüsse. Okay. Was tun wir mal? Granaten. So, wegpacken. Sehr geil. Oh, Raketen. Raketenwerfer kann ich leider nicht mitnehmen. So. Gucken wir mal. Heavy. Lava, jawohl. Lava ist nicht immer die Lava. Mr. Lava Lava. So, Preston, komm mal hierher. Du kannst hier mal ein paar Sachen für mich tragen. Oh, it's you. Oh, Strohpatron, geil. Oh, du bist hier? Wo bist du? So, was ist hier noch? Oh! Gehe ich eine Sekunde weg, ja, und er liegt schon wieder am Boden. Oh, bitte. Daniro Senpai, please help me. Ach. Komm hoch und trag was für mich. Für diese Wesen zu gebrauchen. Alter, war so ein ganz normaler Gunner auch noch. Ein ganz normaler. Wenn wir gegen einen mit einem Raketenwerfer kämpfen, was soll ich denn sagen? Oh, und da vielleicht eher aufbereitetes Wasser trinken, ja. Hey, was kann ich dir sagen, dass du das mitnehmen sollst? Hey, was brauchst du? Oh Gott, ey, ja, das hat. Auf
den ganzen Mist mal mitzunehmen. Was? Warum wurde ich jetzt? Was? Warte mal. Hey, ich. Ist jetzt das, was ich denke, was passiert ist? Ich bin ganz Ohr. Das ist kein Militärbarrett, ne? Aufgepasst. Okay, was soll ich tun? Du hast auch keine Kamera. So. Wo ist er? Alter. Preston. Alter, wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Oh. Regen mich die Gefährten auf. Bestimmt irgendwo so ein Stuhl gesehen, musste sich da draufsetzen. Oh, schon wieder. Gib mir Aluminium, das brauche ich. Na, komm mal her. Was habe ich denn hier so mit? Ich zum Beispiel nicht. Ich will mal ausprobieren. Aufgepasst. Zeig. Nimm mal einen Raketenwerfer. Ich will es dir nicht zeigen. Ja. Ich leg den Raketenwerfer hier hin. Aufgepasst. Sag mir einfach wo. Jetzt gebe ich Ihnen den Befehl, den Raketenwerfer zu nehmen. Währenddessen nehme ich ihn auch. Ich habe den Raketenwerfer jetzt aufgehoben. Aufgepasst. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Ah, schade. Ich dachte, das verdoppelt sich dann so, dass ich den aufhebe und dass er ihn auch gleichzeitig aufhebt. Habe ich irgendwie gedacht, ich hätte jetzt so einen Glitch oder so entdeckt. Aber wo kommt der zweite Raketenwerfer her? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Schade. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie so das Spiel so ausglitschen. Was haben wir denn da? Da ist noch eine Impulsmine. Oh, okay. Aber sieht es munitionsmäßig aus. Ein bisschen besser. Aber immer noch schlecht. Ich glaube, ich werde Offscreen mal anfangen, Munition zu kaufen. Weil wird mir manchmal ein bisschen zu knapp hier. Ja, da bin ich so umgegangen, dann gehen wir jetzt hier lang. Noch ein Raketenwerfer, ehrlich? Ja, wie stark ist dieser Runner? Ich weiß nicht, wie stark ist denn der, wenn der hier so viele erledigt? Was haben die überhaupt mit dem zu tun? Wollen die auch ins Institut oder was? Ah. Legendärer. Aufpassen, die machen mir zwar Schaden, aber. Ah. Ich liebe es, wenn Zeitlupe aktiv ist. Finger weg. Obwohl, nehmen wir lieber eine Fernkampfwaffe. Vielleicht dich besser treffen. Mit dem Schlops. Oh. Ha. Ja. Solange du so bepackt bist, werden wir nicht wirklich vorankommen. Schieß Luft. Nimm du den Mist dann. Stehst also auf Lasermusketen, ne? So.
Weiter. Der Runner jagt das Mädchen. Alle sofort nach ganz oben. Das ist ein Befehl. Was für ein Mädchen? Da war Munition hinterlassen, nur weil ich euch nicht. Entschuldigung, kann mal passieren. Schönste, was passieren könnte, ist, dass ich dir, weil ich nicht Auge ausgestochen hätte. Muss ich lang hier. Ja, gut. Oh, hallo. Nein. Da unten, das Ding musste ich auch. Dann sind wir jetzt gleich mal hier oben. Vor allem, wie laufen die denn alle hier neu herum? Wir haben, wann haben die Zeit, hier diese Fallen aufzustellen? Wir müssen ja auch voll reingelaufen sein. Oh, nein. Bist du der Runner? Nein, bist du nicht. Sprengstoffkiste, okay. Aha. Geschafft. Splittergranaten. Ja, alle nehmen, mein Gott. Natürlich alle. Los, lauf da durch. So aus, hier. Wer weiß schon, wozu das alles mal gut war. Okay. Du musst erstmal lernen, Türen zu öffnen, würde ich sagen. Aber, okay. Überall sind Beine. Überall sind Leute ohne Beine am rumlaufen. Der war jetzt nicht geplant, aber den fand ich irgendwie gut. Okay. Lass mir es. Oh, Munition, Munition. 38er. Brauche ich die überhaupt für irgendwas? Für mein Dings, ne? Für meinen Best Friend. Nee. Verdammt. Ah, du bist wahrscheinlich hierfür, ne? Möchte ich lieber so knacken. Und dann tun wir Terminal knacken. Für doppelte Erfahrungspunkte. Ja. Ja. Jetzt brauche ich auch eine Menge Munition. Genauso, genauso. Boah, das war mal eine halbwegs gute Truhe. So. Harem, ehrlich. Ist das so ein geläufiges Wort? Das ist Mails. Deeds. Warte mal, Mails war fast richtig. Bones. Cool. Ja. Da brauche ich alles nicht. Gut. Warum sind wir gleich endlich fertig? Wäre einer von euch ein Raketenwerfer? Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh, der mysteriöse Fremde, wie geht's? Ja, super. Au. Mann, eins. Ui, das ist ein tiefer Fall. Du bist echt am Arsch, weißt du das? Ja, komm. Sagst du doch nur so. Da. So viel Schaden.
Wenn ihr mich folgt, selbst schuld, ne? Jetzt folgen die mir da auch immer, oder? Deswegen sage ich ja, die Storyboss, die sind vielleicht, Storygegner sind, glaube ich, ein bisschen runtergeschraubt von der Schwierigkeitsgrad. Vielleicht sogar Intelligenz. Wie schön. Oh, jetzt kommst du näher. Boah, weg. Und zack. So, jetzt du. Ich würde da runterfallen. Der sieht voll aus wie der Veteran, ja. Uff. Zack. Schlitz. Dann sag mal, du bist der Letzte, ja. Dann kommt gleich auch noch der Runner. Gerne die Runner hier jagen. Wo mache ich das jetzt erst? Hey Preston, steh auf, wir müssen weiter. Das hat gar nichts außer Klebeband. Preston, wo bist du? Da, gut. Hey, wo ist hier so ein Loch? Und dann fall ich da volle Möhe runter. Okay. Ich sage, ich beende die Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich einherzig fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.